Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pixelmon und da drückt man seinen Chamäleon in den Weg. Warum so, und mir? So winzig, kannst du dir das erklären? Naja, wenn das normale. Das Ditto ist jetzt auch nicht das größte, das hängt wirklich von den beiden Pokémon, die kopulieren, ab. Erst entwickelt sich mein Glutex und nicht. Dann sterbe ich in der Lava und dann kriege ich auch noch so ein winziges Glurak. Wo ist die nächste Klippe? Mann. Da waren wir gerade drin. Da bin ich ja schon gestorben. Egal. Da drin, ja. Hast du noch Stick? Nein. Die sind alle weg. Das ist alles weg. Zum Glück habe ich noch fast drei Stacks. Nee, hast über du drei Stacks Kohle. Hast du gefunden da unten oder ist der auch wieder kaputt? Mein Itemfinder da? Hab ich. Ja, immerhin das. Komm mal her, hier. Den. Dankeschön. Hier, ich gebe dir mal die Hälfte einfach von allen. Das ist sehr nett von dir. Ich habe keine Ahnung, ob du das verdienst. Aber hier, das hier kannst du mal alles in den Ofen bringen und so und morgens und verräumen. das alles das ist meine Strafe jetzt. Richtige Praktikantenarbeit hier. Besser ist das, dass du nur die Praktikantenarbeit machst. So. Jetzt muss ich versuchen, da Glück drauf zu kriegen. Oh. Wo sind die Stickies? Ach, die habe ich. Das wird nix. Ich habe nie Glück mit Glück. Hab ich das schon erwähnt? So, rein mit dir. Effizienz. Rein mit dir. Wie macht man nochmal diese schnellen Boots, Federn? Toll, jetzt habe ich eine normale Effizienz. Haben wir noch Eisen? Ja, Federn, Eisen und Lederstiefel. Wo kommen die Federn hin? Wie viele Federn brauche ich? Du brauchst zwei Federn. Erstmal brauchst du normale Lederschuhe. Ja, die kann ich mir schon. Die kommt, glaube ich, irgendwo mittig hin. Dann brauchst du zwei Federn und entweder zwei oder vier Eisen. Links oben, rechts oben kommen die Federn, darunter das Eisen und in die Mitte die Stiefel. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob du vier Eisen brauchtest und die Stiefel in der Mitte oder vier Eisen, also zwei Eisen und, weißt, irgendwie so. Ich krieg das schon hin. Du wirst das schon. Das traue ich dir zu. Jetzt versuche ich eine Metallhacke mit Glück zu kriegen. Eine von den dreien wird wohl Glück drauf haben. Hä? Achso. Nee, genug Lapislazuli. Glück 2! Ich hoffe, ich nach innen mit Glück 3. Haltbarkeit 3, naja. Haltbarkeit 3. Okay, ich guck ins Wiki, ich krieg's nicht hin. Warte mal hier. Ich hau dir mal eine Haltbarkeitshacke hin. Jetzt habe ich leider nur Glück 2, tut mir leid. Das ist sowas von schlecht. Da kommen schon mal 3 Diamanten raus, da nochmal 2. Da nochmal 2. Und dann nochmal 2. Das waren 9 Diamanten. Reicht für den Anfang, oder? Die Glücksspitz. Ja. Die Glücksspitzhacke hau ich mal. Ne, die kommt zu den Werkzeugen rein, stimmt. Okay. Da wäre ich nie drauf gekommen. Wieso? Die Stiefel oben in der Mitte. Ach, da oben in der Mitte. Rechts 2 Eisen und ganz unten. Rechts und unten links die Federn. Unten waren die Federn. Okay, da habe ich es verwechselt. Tut mir leid, dann war es mein. Ey. Kann ich wieder normal laufen. Achso, ich habe hier noch ein bisschen Kartoffeln für dich. Ich hatte gerade. Ne, ich habe immer noch 40 Stück. Passt schon. Nimm. Dann habe ich jetzt auch 40. Ja. Also ich habe jetzt. Hier, du kriegst noch die zweite Haltbarkeitshacke. Du hast jetzt 2 Haltbarkeitshacken aus Eisen. Das ist sehr schön, danke. Dafür habe ich Haltbarkeit, Effizienz, nur eine Spitzhacke und eine Haltbarkeit, Effizienz und Behutsamkeit. Aber alle aus dir. Nee. Ja, mir gibst du lieber nicht das wertvolle Zeug. Das geht schief. Wir haben ja noch 9 Diamanten. So, haben wir alles. Jetzt kann ich das Zeug noch verräumen hier. Weg.
Nein, das hab ich mich jetzt aufgesetzt. Kies zu Dreck oder wo kommt das hin? Kies würde ich. Ich glaube, ja, haut zu Dreck. Ich glaube nicht, dass wir da was Eigenes haben. Ist ja ohne Art Dreck. So, jetzt geht's mir wieder gut. Wie geht's euch zwei? Habt ihr schon Herzeln? Die haben schon die ersten Herzeln. Jawohl. Ich glaube, ich muss mal woanders hin zum Trainieren gehen. Wo kann ich in Wasser gut trainieren? Haben wir irgendwas in der Nähe? Haben wir eine Wüste in der Nähe? Haben wir da nicht was? Ja. Irgendwo war doch einer, gell? Wo denn? Irgendwo in der Nähe. Also ich weiß, da hinten war der Dschungel. Da hinten? Was war denn da? Die Richtung. Nee, warte mal, ich muss meinen Glurak trainieren, mein Glutexo. Ist das so ein Glurak? Achso, das war ein normales Sichlo. Sah gerade so grün aus, aber ein Sichlo ist halt grün. Habe ich so festgestellt. Das ist richtig. Das Level up, und Level up, jawoll. Noch 3 Level. Daneben. Rachenwut. Oh oh, das ist schneller wie ich. Jawoll. Ja, das waren gleich 2 Level, nur noch 1. Hat aber nur noch 25 KP. Irgendwas, was relativ easy zu besiegen ist, aber viel EP gibt. Am besten noch ein Sichlo. Komm, irgendwas, schnell. War nur noch ein Level. Ui, das war knapp. Jetzt wäre ich fast ins Wasser geflutscht. Hier regnet's. Ach, über dem Fluss regnet's wieder. In der Savanne nicht. Eine Savanne ist einfach top. Ja. Es regnet nicht. Wie in der Wüste. Das ist immer praktisch. Nicht so nervig. Und es sieht besser aus als in der Wüste. Nicht so eintönig. Muss doch irgendwo. Und ich muss wieder heilen. Dotri 43, ich glaube, das ist zu viel für ein. Er muss doch irgendwo einen halbwegs stark. Jetzt kämpfe ich ja gegen irgendwelche Randoms. Jetzt bin ich auch noch vergiftet, na toll. Muss ich doch heilen gehen, bevor es Level up wird. Ich finde aber den Pokéball noch cool, den ich da verwendet habe, aber es war ein bisschen Verschwendung, habe ich festgestellt. Was für ein Pokémon hast du denn verwendet? Ich habe diesen Cherryball, den roten, habe ich dafür verwendet. Aber wenn man einen Cherryball hat, 3 Stück und die nebeneinander legt im Craftingfeld, dann kann man sich einen eigenen Pokéloot craften. Habe ich festgestellt. Aber Pokéloot ist doch meistens immer noch Schrott drin. Es kann aber auch ein Meisterball drin sein. Ah, kein. Die Chance besteht, glaube ich. Wo soll es denn sonst ein Meisterball hergeben, wenn ich da ja? Ja, Boss-Pokémon oder Pokéloot? Ein Mini Nidoran männlich. Ne, Nidorino war's. Und nochmal ein Funkenflug. Immer noch kein Level ab. Ich find's immer noch so geil, dass das Drachenwut kann. Da meint jetzt eigentlich auch, mein altes konnte es nicht. Warum ne? Weiß ich nicht, weil es irgendwie sich bei der Entwicklung das dann überschnitten hat wahrscheinlich. Das ist nicht gelernt. Aber jetzt kann es das. Endlich. Dann macht es das Ganze auch viel einfacher. Ja. Na, Seifer. Tu es nicht. Danke. Und Bonde Battle und Level Up. Was? Glutexo entwickelt sich. Wie war denn das eigentlich mit dem Entwickeln? Das war doch so ein. Irgendwie so. Aber ich hab schon zu lange nicht mehr gespielt. Mit Sound vor allem. Glutexo wurde zu Glurak. Geht's jetzt? Ich bin auch bald soweit. Wo bist du? Ah, es funktioniert. Ich kann fliegen.
liegen. Bist denn du? Ich versteck mich vor dir. Merk schon. Du bist aber vorhin gerade in die Richtung hier. Bist du noch in der Savanne? Bin noch in der Savanne hier, ne? Sicher? Mein Glutex ist schon Level 27, warum geht das so schnell? Wer sich immer wegdreht. Hahaha, schnell weg. Ich Ich krieg will dich auch, trotzdem. ich will auch. Und Gedisch. Nein, nein. Ich hab's nicht So. gesehen. Nein, überhaupt nicht. So, irgendwo da war jetzt die Wüste. Lass uns schnell dahin fliegen. Wir müssen Glutex. Nee, Glutex sollte trainieren, genau. Nee, Schillock. Brauch nur noch ein paar Level. Das macht alles so einfacher mit einem fliegenden Pokémon. Obwohl wir ja noch immer noch das Dings hatten. Aerodactyl. Ja, aber das ist scheiße. Dabei ist Aerodactyl doch eins mit der schnellsten Pokémon, soweit ich weiß. Von der Aber es kann Initiative sich nicht her. entwickeln, deswegen ist es sinnlos. So kann man es natürlich auch abstempeln. Genauso wie Porenta. Hey, Porenta ist cool. Nee. Das hat eine Lauchstange dabei. Hallo? Ha. Ich liebe diesen Sound. Ha. Wir haben gar keine Wüste in der Nähe. Kann ich hier nebenan gleich eine? Also ich fliege hier gerade rum. Der Richtung war keine, in der ist auch wieder normales Biom. Da hinten ist der Dschungel. Da könnte ich mich auch mal ein bisschen rumtreiben. Aber was trainiere ich dort? Da gibt es viele Pflanzen-Pokémon. Der kennt. Der, siehst du, geht auch um Dings trainieren im Dschungel. Da gibt es einen Haufen Pflanzen- und Käfer-Pokémon. Ah, könnte ich auch machen. Und ab und zu mal ein Mew. Suchst du Was? jetzt etwa Miu? Nee. Da ist ein Xatu. Das liegt nicht da. Da ist doch die Wüste. Die ist doch direkt am Dschungel. Mag das doch. Mach ich So. doch. So, jetzt muss ich erstmal absteigen. Tschüss. Was haben wir denn hier für Pokémon? Los. Ein. Dummiesel? Da gibt's Dummiesel. Was ist ein Dummiesel? Dummiesel ist normal, das bringt mir auch nichts. Auch so ein sinnloses Pokémon, was ich nicht entwickeln kann. Und das ist dazu noch scheiße. Ja. Kann ich dir gar nicht widersprechen. Gut. Ja, was baut denn der da hinten so rum? Kommt klar, PC. Oder Server oder wer auch immer hier rumspinnt. Das ist ein Georok, das kann ich besiegen. Darf nur nicht explodieren. Mich gehört, das machen die ab und zu. Ah, schön. Das gab gleich mehrere Level-Ups. Daneben. Und nochmal Aquaknarre. War, achso, das kann ja nicht mit Emit besiegt werden. Ein Kleinstein. Da war ja was. Wenn sie die Fähigkeit haben, dann nicht. Ist Pokélot. Ein Luxury Ball. Aquaknarre. Mach ja keinen Schaden an mir. Danke. Nochmal. Nächste. Aquaknarre. Jetzt auch schon Level 31. Nein! Jetzt hat es mich besiegt. Der kleine Mistsau. Hätte ich jetzt fast gesagt. Sind schon wieder Move-Tutoren, irgendwie spawnen gar keine Trainer mehr, oder? Ja, irgendwie blöd. Ist hier hinten irgendwo ein Poké-Center? Das ist Knocker. Level 39. Nee, mit dem lege ich mich. Warte mal, doch, hier. Pizzaflor könnte ich trainieren. Das gehört zum Team. Das kann ich ruhig trainieren. Rittertanz. Woll. Da kann das Diktri auch gleich dran glauben. Hey! Ich sag, das Diktri glaubt dran. Rittertanz. Die sind ja voll. Oh, das ist schön los.
Schön hoch. Jawohl, fast mit ihm mit besiegt. Und gewonnen. 35 ist jetzt schon. Ein zweitstärkstes Pokémon. Aber ich brauche trotzdem noch irgendwas, wo ich mein Pokémon wieder heilen kann. Muss ich zur Basis fliegen. Und finde was. Zwei Level habe ich geschafft, bis es besiegt wurde. Das ist nicht viel, ne? Nein. Oh, ist das geil, wenn man einfach schnell wieder zur Basis fliegen kann. Es sollte einfach nicht sein, dass du dein Glurak vor mir hast. Nee, irgendwas hat dagegen gesprochen. Ich war das. Ich habe dagegen gesprochen. Guten Morgen. So. Jetzt wollte ich gegen das Girafari kämpfen, da geht er schlafen. Hallo, bin da. Zum Glück lösen diese Platten nichts aus. Bist du denn? Weg. Das ist sich nebenbei mal rausgeschlichen hier. Los, flieg, Glurak. Wir müssen wieder zur Wüste. Noch öfters. Flieg, Glurak. Ich laute mir mit seinem Glurak noch die Pokémon weg, weil er schneller ist. Was? Ich würde niemandem was wegklauen. Nein. Zombies. Nein. Ich brauche nur mal irgendwas, was ein bisschen mehr Erfahrung gibt als ein Fukano. Wie gesagt, geh mit in den Wald drüben. In den Dschungel. Wo ist der denn? Direkt Richtung. Oh, Fuchtler. Ach, passt schon. Wenn du. Wo ist denn das Pokécenter da? Aus dem Pokécenter rausgehst, Richtung Süden. Eigentlich einfach aus der Tür raus und geradeaus durch. Und na gut, vielleicht ein bisschen rechts halten. Aber sonst müsste es die Richtung sein. Und wenn du ganz schräg rechts gehst, kommst du wie ich in die Wüste. Dann laufe ich dir ein bisschen nach und biege dann in den Dschungel ab. Mhm. Und ich laufe gerade. Siehst du. Was denn du? Ach, da hinten. Genau, und jetzt einfach ein bisschen links halten, links vom Berg weg und geradeaus. Da müsste irgendwo der Dschungel sein. So, Turtok. Bald wirst du ein Turtok auch wirklich sein. Habe ich gehört. Renn dann. Dickdri, renn die weg. Ich bin im Dschungel. Bleib schön lange da, dass mein. Spawnen kann. Aquawelle, was war denn Aquawelle? Hat mehr Attack wie Aquaknarre, na dann. Und die Chance zu verwirren. Auch noch. Oh, krass. Was denn alles kann? 24 ist genehm, Aquawelle. Im Dschungel ist nicht ein einziges Pokémon. Ja, vielleicht müssen die erstmal raffen, dass du da bist. Hallo, Freunde. Deck da. Jetzt hallo. Wieso ist denn mein Chillock schon wieder fast down? Greifst du das jetzt mal bitte an? Das dumme Viech. Nein, Emolga ist kein Pflanzen-Pokémon. Nein, nicht ganz. Da ist ein Knuffenser, aber es ist nur Level 20, damit kann man doch nicht trainieren mit so einem Kackscheiß. Warum bist du denn nicht verwirrt? Wuchs ein Level, jawoll. Mit 30. Knackleon, das ist auch nicht schlecht. Aquawelle. Bulldoze, bist denn du verrückt? Bin ich fast down. Fated. Mist. Nee, das nicht. Das ist auch fast down. YOLO. Gut. Uckzuckieb, toll. Enton. Oh, ist ein rotes Plauder, geil. Das will ich bestimmt nicht angreifen. Warum nicht? Das werde ich. Ich kann nicht wechseln, Boot. Warum nicht? Besiegt das aber ein Riolu? Nein!
Baited. Na toll. Menki. Du bist Ding, du. Toll. Wieder meine Binden. Na gut, warte mal, ich trainiere jetzt einfach den Rest weiter. Immer dieses zurück. Muss ja auch nicht sein. Vati, komm. Für Vati suchen wir jetzt was. Ibitak, dort. Komm runter, Ibitak. Hey. Mist. Da ist ein Stachapier oder sowas. Ja. Donnerwelle. Und Donnerschock. Hätte ich einen kleinen Donnerschock machen können. Wenn du das mit Emit umboxt. Komm runter, du blödes Viech. Eben. Ich könnte doch gegen Wasser-Pokémon trainieren. Ha. Ich habe die freie Auswahl. Hauptspross. Level 5, ja, das bringt nicht so viel EP. Goldkings. Warum zittern die eigentlich so? In diesem Kackdschungel gibt es nur Wasser und Elektro-Pokémon und Knofensas. Also normalerweise rennen da noch Omods und was weiß ich denn hier alles rum. Toll, jetzt muss ich das einsetzen, weil es andere nicht ging. Omods wahrscheinlich dann nur nachts. Also Blutzucks auf jeden Fall, das weiß ich. Lecker roher Fisch. Nom nom. So, jetzt habe ich noch ein Lavita, was ich trainieren kann. Hier so ein Kappa-Dort-Teich, ey, geht weg. Also was ist denn das? Dschungel. Was bist denn du? Ach, ein Plauder-Guy. Ich wollte gerade sagen, was bist du denn für ein komisches Viech? Bleib hier! Ach, du bist eben das Level 6. Hast du auf Level 44, das ist mal so stark. Der Dschungel scheint nicht so dein Freund zu sein, hä? Nee. Pokémon verbrennen, ich muss sie vor ihrem Tod retten, indem ich sie besiege. Bäm, blauer Geil besiegt. Ich habe ein Eck bekommen. Na, kommt da jetzt ein Huhn raus? Da ist echt ein Huhn rausgekommen. Jetzt gibt es am Dschungelrand einen Huhn. Auch nicht schlecht. Da drüben ist irgendein Viech. Alter, hier ist so ein Tropius. Brauchst du das Level 23? Ziemlich nah am Rand. Schwach. Man kann so übertreiben. Aber auch die Kleinvieh macht auch Mist, hast du schon mal gehört? Nee. Das Tangela, der bringt bestimmt ein bisschen. Welches Level? Wo bist du? Oh Gott, das ist ja so viel Blätter und ich sehe nichts. Level 42. Jetzt ist der Trainer weg. Jetzt habe ich endlich einen Trainer gesehen gehabt, jetzt ist er weg. Egal, Level 42. Ah, na toll, das Level 7. So, Peter. Alle mit Biss wegmachen. Wenn ich ein paar IP. Biss. Oh, wir sind ein bisschen drüber, habe ich gehört. Und wir. Schnell nach Hause. Ganz in Level 33. Jetzt. Also in der nächsten Aufnahme werde ich dann wohl auch endlich meinen Glurak bekommen, hoffe ich mal. Naja, schauen wir mal. Außer du musst natürlich wieder den Server neu starten, mitten in der Entwicklung. Aber nur aus Versehen. Ja. Boah, was war das denn für ein Geruckel? Egal. Dann sagen wir hier vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir uns über Feedback freuen und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.